kann man nur noch Galgenhumor nennen, denn... Ein Partner stirbt gerade. Und dieses Partnersterben traf nicht nur Götz Karl, sondern die meisten Teams der Smart Beach Tour. Es wurde dementsprechend munter analysiert. Ich bin momentan nicht ganz so zufrieden. Wir werden sehen, wie es weitergeht. Von anderen Teams kommentiert. Ja, also netter hätte ich es auch nicht formulieren können. Oder aber einfach gleich abgeschossen. Oder Alex? Richtig doll, ja. Deswegen kommt er auch immer wieder. Nein, Spaß. Ja, nee, ist klar. Wie dem auch sei, dieses Jahr geht es endlich wieder los. Der Sommer 2010, der steht vor der Tür. Und der Tourstart der Smart Beach Tour ist zum allerersten Mal in Frankfurt am Main. Aber wieso denn Frankfurt? Was macht Frankfurt überhaupt aus? Die ganze Atmosphäre dort hat sehr viel auch im Flair zu tun, wie der Kiez auch rüberbringen. Und ich glaube, ich hoffe, dass wir so eine Atmosphäre auch hier dann auf dem Center Court vielleicht zelebrieren können. Und da dieses Kiez Frankfurt ja quasi dann als Tourstarter zum allerersten Mal Geburtstag hat, wollen wir uns auch nicht lumpen lassen und gleich mal ein Ständchen singen. Happy Birthday to you. Happy Ja, aber das Vorsingen bringt ja bekanntlich auch Unglück und deshalb interessieren wir uns jetzt mal für die wirklich wichtigen Dinge der Teams, ohne die sie auf den Turnieren nicht überleben können. Deine Mama ist da? Ja, sicher, hier vorne in der ersten Reihe. Und die Spieler, die ihre Mama mal ausnahmsweise nicht dabei haben sollten. Die sollen sich einfach bei dem Markus Böckermann melden. Denn der hat immer eine Ersatzmama in Form eines riesengroßen Stoffhasens dabei. Und nur deshalb, das wussten wahrscheinlich die wenigsten, konnten Brink Reckermann im letzten Jahr auch Weltmeister werden. Denn Markus Böckermann hat diesen Stoffhasen im letzten Jahr in den Flieger gesetzt und mit einer Dauerkarte für den Center Court in Stavanger ausgestattet. Und dafür wollte sich Julius Brink noch einmal höchstpersönlich bei Markus Böckermann bedanken. Ja, wir haben es später erfahren und es hat uns wirklich sehr gerührt. Aber Gerüchten zufolge soll sich derzeit Sebastian Dollinger oft mit der Ersatzmama, die Markus liebevoll Mama Clem Peng getauft hat, herumtreiben. Denn er will auch von diesem Weltmeisterglück profitieren. Deshalb fragen wir Sebastian Dollinger knallhart und direkt, was läuft zwischen dir und Mama Clem Peng? Okay, den Namen habe ich zum ersten Mal gehört. Das war ja fast klar, dass der Herr Dollinger sich nicht vor der Kamera öffentlich dazu äußern will. Deshalb haben wir nachrecherchiert und wir fragen den Mann, der es wissen muss. Lieber Markus Böckermann, stimmt es? Kuschelt Sebastian Dollinger derzeit mit Mama Clem Peng? Ja, und damit haben wir diese Geschichte wohl auch aufgeklärt. Wir freuen uns auf fantastisches Wetter, auf schlechtes Wetter, auf wunderbare Fans mit herrlichen Kaltgetränken. Wir freuen uns auf Partys bis tief in die Nacht und auch auf zahlreiche Einträge in den ganz vielen Facebook-Gruppen, die es nicht nur von der Smart Beach Show gibt, sondern auch von allen Profiteams der Tour. Exemplarisch jetzt noch einmal Tom Götz, der Werbung in eigener Sache macht. Gleichzeitig könnt ihr auch Mitglied unserer Facebook Facebook-Gruppe. Gleichzeitig könnt ihr auch Mitglied unserer Facebook-Gruppe werden. Geil. So. Das ist scheiße, was wir nochmal machen. Nochmal? Ja. Noch schön flüssig. Machen wir schön flüssig. Gleichzeitig könnt ihr auch. Sorry. Okay. Gleichzeitig könnt ihr auch Mitglied unserer Facebook-Gruppe werden. So, und wer immer noch nicht ganz genau weiß, wer jetzt mit wem in die neue Saison geht, der schaut einfach mal auf der smartbeachtour.de vorbei. Dort steht alles nochmal exakt aufgeschrieben. Oder aber ihr kommt direkt vorbei auf den Frankfurter Rossmarkt und seht die Spieler tanzen, so wie sie das jetzt hier gerade im Bilde tun. Ab dem 14. Mai startet die Smart Beach Tour in die neue Sommersaison 2010.